Okay, da bin ich wieder. Heute ein Cave-Level. Und ich freue mich schon saumäßig drauf. Wieder mit so einer coolen Crash Bandicoot. Oh, ach du Scheiße. Ich dachte, die Impelzeichen ist versaut. Crash Bandicoot Mucke. So, da unten war auch noch was? Nö. Warum war das? Ach du Scheiße. Okay, da ist schon ein Schlüsselloch. Das heißt, es ist danach schon mal keine Suche mehr. Gibt's. Haben. Ja, wo kann ich den Schlüssel befinden? Der kann, ach du Scheiße, der kann theoretisch überall sein. Es wäre natürlich nice, wenn ich jetzt eine Feuerblume hätte. Haben wir den Hack noch gar nicht gesehen. Haha. Hier oben auch nicht. Hier nicht. Es könnte auch in jedem Block theoretisch drin sein. Bist du noch mal was durch den Kopf gegangen letztens? Und zwar, geil, ist der Hack sogar massiv schwieriger als der Vorgänger, weil vorher hat man diese Lebensbar, das heißt 99 Leben, warte, man hat immer 20 abgezogen bekommen, das heißt 5 mal 45, bis man tot ist, plus noch mit Ersatzpilz, das waren dann 6, und jetzt, naja, kann man nur groß werden und das war's dann, man hat keine Reserve-Item, das heißt wirklich 2 Hits und das war's und nicht mehr 6. Das macht das Spiel viel schwieriger, wenn man mal drüber nachdenkt. Warte mal, da will ich jetzt aber hoch. Hier rein? Warte, nochmal. Nein. So. Hier ist echt nirgendwo dieser Schlüssel. Es ist so eigenartig. Ich guck jetzt. Naja, okay, das hätte ich mir jetzt auch sparen können. Ich will zurück. Ach egal, einfach zurückspulen. So. Hier sind, was? Wieso sind die denn? Hä, wieso sind die denn so komisch gefärbt? Und wenn ich drauf gehe, sind sie wieder normal. Das ist seltsam. Und hier ist ein Loch. Moment, wenn ich hier reingehe. Oh, dieses Spiel. Ich durchschaue es doch. Ich durchschaue es in jeder Art und Weise. Ah, verdammt. Moment. So, also nix hier rein hier. Und schnell ins Ziel gerusht, was hier direkt hier war. So. Kein Problem. Lalalala. Aber ich mache das ja trotzdem erst nochmal. So, jetzt kennen wir ja alles. Können wir ein bisschen durchrushen und so. Oh, das war peinlich. Ja. Ach, der will mich schlagen. Geht doch nicht. Warte mal, ich würde aber schon gerne eine Kupferstelle mitnehmen. So zum... Hierfür. Ein bisschen für die eigene Selbstverteidigung. Was? Was? Wie ist das noch da hochgeflogen und hat mich erwischt? Das ist unglaublich. So, pam, weg damit. So, ach, hier ist gar nichts. Okay, ich dachte, das wäre ein alternativer Weg. So, dann hier runter. Und dann da hoch. Und hier lang. So, die Dinger sind immer so komisch gefärbt. Und erst bei Berührung werden sie wieder normal. Ich hab, weiß nicht, was das soll. Ob das ein Bug ist oder einfach nur schlecht. Keine Ahnung. So, jetzt muss ich hier wahrscheinlich hoch. Ja, das hatte ich mir schon gedacht. Ach, und dann noch... verdammt, ich bin wieder gefallen. So. Warte mal, wo muss ich denn hier hin? Es gibt gar keinen... Hä? Ach, du Scheiße. Wie soll man auch darauf kommen? Ich dachte mir schon, dass irgendwie sowas kommt. Wie gesagt, ich durchschaue den Hack irgendwie in jeder Weise momentan. Dann dachte ich mir auch, es gibt bestimmt in der Wand weiter. Wobei... es... naja, es ist nicht cool, weil eigentlich kommt man normalerweise ums Verrecken nicht drauf. Ah, die Flamme. Okay, ich muss einfach nur auf eine gute Gelegenheit warten. Die war gut genug hier. So, pam und ins Ziel. Yes! Das geht ins Schloss. Da mache ich das Schloss. So. Das sind komische... Was ist denn das für ein Zeug? Kann ich drauf springen? Nö. Okay, ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll, ehrlich gesagt. Und es ist hier auch am Boden irgendwie, aber... ach, und das sind Löcher, okay. So was weiß man ja nicht. Das? Das sind auch... ach, das sind dann... okay. Das sind auch irgendwelche... irgendwas, so. Also klar, es sind eigentlich diese Geister ungesprited, aber ich meine, was soll es darstellen? Rote Klumpen. Das sieht mega beschissen aus. Okay, hier ist eine Tür. Was? Okay, hier... Bug, nee, das ist kein Bug, das ist einfach, das ist so. Aber wieso flackert das denn da oben? So.
nächste Tür. Hier geht's auch gar nicht weiter. Das war ein wirklich sehr cooler Raum, weil vom Level-Design her top. Top, sage ich dann nur. Also, tatsächlich wirklich sehr viele Gedanken darüber gemacht. So, hier haben wir einen Schlüssel. Was soll ich denn hier mit? Ach, ich soll hier wieder rein, okay. Und dann geht's hier weiter. Weiter gerannt. Was? Ich kann hier nicht weiter rennen. Auf die andere Seite. Okay, ich gebe hier mal zu, dass ich mich... Und ich bin wieder hier gelandet. Hä? Ich hab dies... Ich verstehe dieses Level schon wieder nicht. Na, mal sehen, ob es in der Wand weitergeht. Ich durchschaue diesen Eck hier vollkommen. Diesmal nicht so. So, also das Einzige, was ich hier drin machen kann, ist hier wieder reinzugehen. Aber hier ist irgendwie auch nur diese eine Tür. Und hier geht es ja auch nicht mehr weiter. Das heißt, ich muss hier rein. Und komme dann wieder hier raus. Und hier ist der einzige Weg durch diese Tür, die mich wieder hier hinführt. Das ist mega beschissen irgendwie. Wer macht denn sowas, das sein müssen? Ja, ich gebe ja gut und gerne zu, ich stecke hier gerade irgendwie fest. So, warte, ich gehe hier rein. Ich renne weiter. Hier ist nix, hier ist einfach nur unsichtbare Wand. Was soll denn das? Und hier ist auch wirklich nur diese eine Tür. Ich kann es dir mal zeigen, ich renne hier lang. Es geht nur hier rein. Ich komme hier raus und bin wieder da, wo ich angefangen habe. Kann durch. Nope, weiter geht's ja nicht. Also mir wird hier schon signalisiert, ich kann dir mal die Münzspur geben. So, die Münzen sagen mir, geh da hoch, dann geh ich hier lang, hol mir einen Schlüssel. So, und dann sagt mir so ein Pfeil, ich soll wieder in diese Tür reingehen. Nee, ich blick dieses Level nicht. Das Blöde ist, ich stecke hier so ziemlich fest und ich kann... Warte mal. Ich kann das Level nicht verlassen, ey! Und ich kann nicht so weit zurückspulen, warte. Ne, hier war mein letztes Safe-Set. Oh Gott, verdammt. Ja, jetzt habe ich ganz schön die Kacke am Dampfen hier. Ich muss irgendwie aus diesem Level wieder raus. Ach, und das Ding resettet sich mal, der Timer. Ja, geil. Ich darf das Level nicht mehr verlassen. Ich bin hier gefangen. Ich kann die Zeit ablaufen lassen, aber das dauert unverschämt lange. Dann bugge ich mich halt durch die Wand. Soll's. Nee, geht nicht. Ey. Scheißspiel. Es gibt einen Weg. Und der bewirkt, dass sich alles wiederholt. Wie soll man hier auf irgendwas kommen? Hier geht's nicht weiter. Na gut, dann werde ich halt die Zeit ablaufen lassen. In der Zeit kann ich mich ja darüber beschweren, wie scheiße das Spiel doch ist. Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Das gefällt mir gerade überhaupt nicht, was das soll. Es ist einfach nur das einzige selber, was sich immer wiederholt. Und man kommt auch überhaupt nicht drauf, wie es funktionieren sollte. Das Level verlassen ist ja auch nicht so wirklich drin. Weil... Oh, oh Mann. Wenigstens habe ich noch diesen einen Secret-Exit. Dann kann ich ja das Schloss ein andermal machen. Das heißt, ich muss jetzt nicht direkt aufhören zu zocken, weil eigentlich habe ich noch Lust zu spielen. Na komm. Na komm. Ist ja nur noch 100 Sekunden hier. Na. So, der gnädige Tod. So. Jetzt gehe ich hier hoch. Was für ein Dreckslevel. So, Box. Pass auf vor Stolperfallen. Diese Dinger? Hä? Heißt das, wenn ich jetzt hier renne und dann... Ne, ich verstehe das nicht. Die Dinger sind doch hier jetzt überall. Ja, da, der hat mich getroffen. Das hat man auch voll gesehen. Ja, wieso springt der denn dann nicht mehr? Wieso? Ja, ja, ja. Ja, oh, ein Gegner. Er muss mich töten. Nein. Nein, irgendwie gar nicht gut. Ich bin gerade voll unzufrieden, Mann. Was haben wir hier unten? Wow. Ich habe keine Ahnung, wer es ist.
Alle hassen mich jetzt, weil das ist der berühmte Videospielcharakter aus Videospiel irgendwas ist. Und ich den wieder nicht kenne. Und wie soll ich vor diesen Dingern hier aufpassen, oder was meinen die? Oh, das sind Cut-Offs, ne? Also wenn hier so nichts ist, dann ist es Cut-Off. Nicht schön. Hier runter sterbe ich nur. Warte, ich will nur gucken, ob ich... Ach, egal. So, ach, das Level scheint mir aber auch ein bisschen monoton langweilig. Kann das sein? Hm. Hab schon Besseres gesehen. Geisterhaus, The Chops Shop. Shop. Preise? Warte, nein. Ich will nicht in den Shop. Oh. Hier war ich auch schon drin, ne? Verdammt. Ey, dann bleibt mir ja nur dieses Level hier übrig. Was soll denn das? Geil, ich habe mich aufgegangen. Spiel vorbei. Feder 3500. Ich hätte mir sonst eine Feder gekauft und dann mal gucken, was ich damit anfangen kann. Aber nee, wird ja nichts. Wisst ihr was? Ich gehe dann noch mal rein. Mir doch egal. So, hier gibt's nichts. So, dann renn ich mal. Ach du Scheiße, renn ich mal ein bisschen hier durch und so. Nein, hier sterbe ich. Wow. Ja. Ich gehe jetzt diesmal nicht in diese Tür rein, sondern versuche irgendwie oben lang zu gehen. Aber das wird ja wohl auch nichts, ne? Ne, ich kann da oben nicht lang. Warte. Ne, geht nicht. So, und hier unten auch nicht. Das heißt, einziger Weg ist wirklich hier rein. Das ist mega beschissen. Wer? Boah, Alter, wie mich das ankotzt gerade. Ohne Scheiß, ich stehe auf gute Mario-X, aber wenn der Steller irgendwie zu unfähig ist, mal einen strukturierten Weg da hinzubauen, dann ist das doch auch kacke. So, jetzt komme ich wieder in dieser beschissenen Stelle raus. Wird groß. Hier ist nichts. Da ist nichts. Das ist ein einziger Raum hier. Ohne durchsichtige Wände. Einfach nur mit einem einzigen Schlüssel drin. Der Schlüssel sagt mir, ich soll hier reingehen. Es geht in den nächsten Abteil. Lass das sein. Wo wieder so eine unsichtbare Wand ist. Wo ich anscheinend auch wieder mal nichts befinde. Dann kommt hier der ewig lange Weg, der mich zu einer anderen Tür hinführt. So, die Tür, die bringt mich aber auch nur wieder dahin, wo ich schon, wo ich am Anfang war. Hier, unsichtbare Wände. Mann, unsichtbare Wände, ernsthaft. Wer hat das denn nötig? So, ich gehe hier rein und bin wieder, wo ich vorher war. Haha. Gleiches Spiel. Ach, ich habe keine... Ich habe gar keine Lust mehr so zu spielen, wenn das so scheiße ist. Ja, ich stecke fest. Ich langweil mich, ich langweil euch. Es geht nirgends weiter. Schwache Leistung. Aber nicht von mir. Ich kann ja auch nirgendwo mit Schlüssel rein oder so. Das würde mir auch nichts bringen. Boah. Ne. Da gibt es keine strukturierte irgendwas mehr. Ich wüsste gar nicht, wie es weitergehen soll. Oder wie ich den Hack weiter... Wo habe ich jetzt den Schlüssel hingebracht? Wo ist mein Schlüssel denn? Cool, der ist jetzt auch noch weg. Das heißt, ich stecke sogar in diesem Raum fest. Warte mal, nur mal so kurz zurückspulen. Wie habe ich jetzt diesen Schlüssel da reingebracht? Ja, das schaffe ich nie wieder in meinem ganzen Leben. Komm, ich will den Schlüssel irgendwie wieder loswerden, so wie eben. Ach, keine Ahnung, ich habe den gerade eben durch die Wand gebackt oder sowas. Egal, ich werde gucken, ob es irgendjemand gemacht hat, ob es geht bei YouTube.
Und wenn nicht, dann ist Tag vorbei, ganz hart gesagt. Weil ich echt nicht weiß, von alleine wüsste ich nicht mehr, wie ich weiter soll. Deswegen, ja, ich habe zwar gerade erst angefangen und die ganze Zeit habe ich eigentlich nur verbracht damit, in diesem beschissenen Raum rumzustehen. Und deswegen finde ich, sind solche Hacks ein absolutes No-Go. Weil man sich einfach nur langweilt und die fürs Let's Playen untauglich sind, weil man einfach nur in einen beschissenen Raum gesteckt wird und keiner mitdenkt, wie man überhaupt dieses Level überhaupt lösen könnte. Also was jetzt hier, wie drücke ich das aus? Dass der Hackersteller nicht damit irgendwie mitgedacht hat, dass man irgendwie drauf kommen könnte. Ich wette, da gibt es jetzt irgendeinen bestimmten Weg, dass man irgendwo in diesen weißen Raum sich irgendwo ducken muss oder so und in eine unsichtbare Röhre oder sowas reinkommt. Könnte ich mir gut vorstellen. Also hier ist auf jeden Fall nichts. Irgendwie sowas richtig Bescheuertes auf jeden Fall. Wenn überhaupt. Aber hier ist nichts, hier ist überall nichts. Ach egal, ich habe keine Lust mehr. Das ist echt schwach. Bis, wünsche mir Glück, dass es klappt. Bis dann.